Wenn ihr nur ein einziges Video vor oder zu eurem eigenen Baldur's Gate 3 Durchlauf anschauen dürftet, dann sollte es dieses sein. Denn es enthält den wichtigsten Tipp überhaupt zum Spiel. Und das gilt für die PS5, aber auch genauso für den PC. Das klingt erstmal übertrieben jetzt, aber mit fast 100.000 Aufrufen und vielen dankbaren Kommentaren hat schon mein erstes Video zu diesem Thema viele Playthroughs gerettet. Heute möchte ich das Ganze noch einmal strukturierter erklären und auch um zusätzliche Details ergänzen. Vor allem ist es durch den PS5-Release jetzt auch nochmal für eine ganz neue Spielerschaft relevant. Im Kern geht es darum, wie Baldur's Gate 3 die Begleiter und ihren Story-Fortschritt im Spiel handhabt. Vor allem die Romanzen können davon betroffen sein. Wenn ihr hier etwas falsch macht, kann das im Extremfall euren Spielstand ruinieren. Große Teile der Geschichte der Companions und auch die einzelnen Schritte eurer Romanze werden nämlich nur im Lager und während einer langen Rast weitergeführt. Die lange Rast ist eigentlich dazu gedacht, sich zu heilen und aufgebrauchte Zauber und Fertigkeiten wieder aufzuladen. Je nach Partyzusammenstellung und Übung im Kampf ist das aber nicht unbedingt so häufig der Fall. Ich habe mir zudem lange selbst eine Herausforderung daraus gemacht, nur im absoluten Notfall zu rasten. Und außerdem haben wir im fast ganzen Spielverlauf drängende Gefahren und nicht zuletzt die Larve im Kopf, und so fühlt es sich manchmal ein bisschen falsch an, alle paar Stunden das Camp für eine Nacht aufzuschlagen. Aber tatsächlich solltet ihr genau das regelmäßig tun. Denn nur bei einer langen Rast werden wichtige Ereignisse in der Story eurer Begleiter ausgelöst und weitergeführt. Und auch die Liebesszenen finden nur im Camp statt. Macht ihr also nun zu lange am Stück keine Pause, stauen sich immer mehr und mehr Events wie in einer Warteschlange auf und davon kann dann auch immer nur eins pro Nacht abgearbeitet werden. Das kann dann dazu führen, dass Ereignisse in der falschen Reihenfolge passieren oder ganz übersprungen werden, was dann in der Erzählung merkwürdig ist. Richtig übel ist es allerdings, wenn Begleiter dadurch verbuggen und ihre Storyline oder ihre Liebesgeschichte einfach stehen bleiben und dann nur noch den gleichen Dialog abspulen. Wenn das mit eurem Lieblingscharakter passiert oder der auserwählten Romanze, ist der Spielstand damit praktisch hinüber. Ich meine, dann weiter zu spielen macht nicht mehr wirklich Spaß. Wie oft solltet ihr also nun eine lange Rast machen? Idealerweise nach jedem größeren Ereignis in der Hauptgeschichte und manchmal auch nach wichtigen Quests. Wollt ihr dabei eure Lebensmittelvorräte schonen, könnt ihr auch rasten, also lange Rast machen, ohne was zu essen. Das kostet dann keinen Proviant, stellt aber auch nur die Hälfte der Lebenspunkte und Spellslots wieder her. Aber das ist ja auch nicht das Problem hier. Seid ihr dann einmal im Camp, sprecht auch mit allen Begleitern, zumindest mit denen, die euch wichtig sind. Denn auch ohne Ausrufezeichen haben sie oft etwas Neues zu erzählen. Und beim Ausrufezeichen, wenn das dann wirklich da ist, dürft ihr auf gar keinen Fall warten. Ignoriert ihr es zum Beispiel für eine Nacht, kann es dann nämlich auch wieder verschwinden. Aber Achtung, ihr könnt auch zu viele Pausen machen. Manche Quests im Spiel hängen nämlich auch vom Zeitverlauf ab und können verschwinden, fehlschlagen oder sich ohne euch weiterentwickeln, wenn ihr zu viel bummelt. Achtet dabei öfter auch mal auf den Questtext oder darauf, ob es einfach sehr dringend klingt. Das ist jetzt leider nicht immer konsistent, funktioniert im Allgemeinen aber ganz gut. Verlasst euch da so ein bisschen auf eure Intuition und euer Gefühl. Im Gegensatz zu dem Problem mit den Begleitern finde ich die zeitkritischen Quests eigentlich meistens auch recht logisch und nachvollziehbar und empfinde die Folgen dann auch dort als fair oder konsequent. Falls ihr aber auf keinen Fall hier etwas falsch machen wollt, verlinke ich euch noch ein Thread von Reddit, wo viele Spieler eine Liste aller betroffenen Aufgaben zusammengetragen haben. Ich persönlich würde eher davon abraten, dort nachzulesen. Es passiert leicht, dass man sich dann spoilert oder doch zu viel liest. Auch wenn die mit Spoilertext versehen sind, klickt man dann doch schnell mal drauf und ist dann noch ein bisschen neugierig. Und das nimmt dann einfach ein bisschen die Immersion und den natürlichen Verlauf der Geschichte. Aber am Ende entscheidet ihr selbst, wenn euch das sehr wichtig ist, guckt da mal vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Baldur's Gate 3 ist ein fantastisches Spiel und es wäre wirklich schade, wenn durch solche Probleme und Bugs dann euer Spielerlebnis nachhaltig getrübt wird und vielleicht, wie gesagt, im schlimmsten Fall ein Durchlauf richtig ruiniert ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit Baldur's Gate 3, ob auf der PS5 oder auf dem PC. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Bis dann, ciao!